Hallo und herzlich willkommen bei Avantgardist Plays. Heute zeige ich euch VoiceMeter Banana. VoiceMeter Banana ist im Prinzip ein Mischpult als Softwarelösung. Und was ist mit diesen ganzen Reglern und Einstellungen und Rädchen und Equalizern auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen also davon aus, dass ihr VoiceMeter Banana installiert habt und geöffnet. VoiceMeter Banana ist Donation Software, das bedeutet, ihr könnt es herunterladen und installieren, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Ich würde aber empfehlen, dass man doch ein paar Euro spendet, einfach weil es ein ganz tolles Stück Software ist. Okay, wir haben es also heruntergeladen und installiert und sehen uns hier das erste Mal mit diesen ganzen Reglern und Knöpfen und so weiter konfrontiert. Was wollen wir also als erstes tun? Als erstes verschaffen wir uns einen Überblick und zwar in die grobe Unterteilung. Wir sehen hier drei Hardware-Inputs hier in diesem Bereich. Ein Hardware-Input ist nichts anderes als eine externe Audioquelle, die mit dem Computer verbunden ist. In 90% der Fälle werden das ein Mikrofon oder ein Headset sein. Die restlichen 10% entfallen auf andere Audioquellen, wie zum Beispiel Musikinstrumente oder. Okay, dann haben wir hier einen Bereich für Virtual Inputs. Virtual Inputs, ich vereinfache mir die Sache ein bisschen und sage einfach mal, das ist unser System-Sound. Da oben haben wir noch einen Equalizer dazu, womit wir den System-Sound ein bisschen ändern können. Das, kann man hier ein bisschen angleichen, eine Treble mit einem Bass und so, dürfte ja bekannt sein. Hier kann man auch noch ein bisschen die Soundausgabe auf links, rechts, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten und so weiter angleichen. Und hier rechts schließlich haben wir gleich drei wichtige Sachen. Zum einen haben wir hier ein Hardware Out. Was ist ein Hardware Out? Das ist nichts anderes als der Ausgang, den der Sound nehmen soll. Also meistens Kopfhörer oder Lautsprecher. Dann haben wir hier drunter gleich noch ein Aufnahmetool, womit wir den gemischten Klang aus unterschiedlichen Quellen aufnehmen können. Damit könnt ihr euch zum Beispiel beim Sprechen aufnehmen und die Aufnahme dann irgendwo speichern. Hier unten haben wir die sogenannte Master Section, wo wir alle Soundkanäle noch einmal einzeln pegeln können und nochmal mit Equalizer Sounds und bestimmten Einstellungen versehen können. Nachdem das hier aber ein, Beginner-Tutorial ist, fangen wir hier auch mal ganz klein an. Und zwar wollen wir zunächst mal unser Mikrofon mit VoiceMeter verbinden. Wie machen wir das? Wir klicken ganz einfach hier mit der linken Maustaste auf Hardware Input und wählen unser Mikrofon aus. In diesem Fall bei mir ist das Rode Podcaster und das habe ich auch ausgewählt. Jetzt gibt es hier am Anfang noch so Buchstabenkürzel. Wofür stehen die? Ich kann euch jetzt aus dem FF gar nicht genau sagen, wofür jetzt diese Abkürzung steht. Windows Data Blub oder so. Irgendwas in die Richtung. Merkt euch einfach. Am besten ist ASIO. Was sagt? Das ist jetzt hier nicht aufgeführt, weil mein Mikrofon das nicht unterstützt und auch keines meiner anderen Audiogeräte, die hier gelistet sind, wie meine Webcam oder meine externe Soundkarte, unterstützt hier beim Hardware Input das ASIO-Protokoll, nenne ich es jetzt einfach mal. Das wäre das Beste. Danach kommt KS, das steht irgendwas für Kernel, sonst noch was. Danach kommt WDM und danach kommt MME. Worin unterscheiden sich diese vier? Nur in der Latency. Das heißt, mit diesem ASIO erreichen wir, dass die Verzögerung zwischen Spracheingabe ins Mikrofon und der Verarbeitung im Computer möglichst gering ist. Also das ist zu bevorzugen. Ich habe jetzt allerdings hier bei meinem Mikrofon nur die Möglichkeit von WDM. Damit bin ich bisher auch immer sehr gut gefahren.
Okay, Mikrofon ist ausgewählt. Jetzt wollen wir aber auch, dass das Mikrofon irgendwo hinläuft, also irgendwo wieder ausgegeben wird. Wie erreichen wir das? Einfach indem wir hier unten auf B1 oder B2 klicken. Das sind die Ausgabekanäle, nenne ich es jetzt einfach mal. B1 und B2 sind die sogenannten Busse und A1 bis 3 steht hier für den Hardware-Output. Ihr seht also, wir hätten die Möglichkeit, hier auf A1 die Ausgabe über meine externe Soundkarte zu machen. Über A2 könnten wir die Ausgabe über die Kopfhörerbuchse meines Mikrofons machen und über A3 noch irgendeine dritte Ausgabemöglichkeit machen. Und dann könnten wir nacheinander entweder hier über die Kopfhörer abhören oder über andere Audioausgänge. Wir könnten es auch alle drei zur gleichen Zeit abhören, macht nur wenig Sinn. So, wir wollen uns aber nicht selber hören, sondern wir wollen, dass unser Mikrofon im System auftaucht und dort als virtuelles Gerät abgegriffen werden kann. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, deshalb habe ich hier einfach schon mal das Soundpanel aufgemacht. Hoppla. Das ist das, was ihr kriegt, wenn ihr unten rechts bei Windows auf dieses kleine Lautsprechersymbol einen Rechtsklick macht und dann auf Aufnahmegeräte geht. Ihr seht dann alle eure Geräte, die die Möglichkeit haben, Sound aufzunehmen, hier in dieser Liste aufgeführt. So, wir sprechen also ganz normal in unser Mikrofon rein und schauen, wo tut sich was. Natürlich normal bei unserem Mikrofon, aber wir wollen ja nicht direkt unser Mikrofon abgreifen, weil sonst bräuchten wir ja VoiceMeeter Banana nicht. Sondern wir wollen unser Mikrofon in VoiceMeeter Banana einspeisen, dort entsprechend abmischen oder in einen eigenen Kanal einspeisen und dann über VoiceMeeter Banana über ein virtuelles Gerät wieder ausgeben. Wo finden wir dieses virtuelle Gerät? Wir scrollen weiter, schauen, wo gibt es noch einen Pegelausschlag und werden fündig hier bei VoiceMeeter Aux Output. Das ist jetzt ein ziemlich sperriger Name, aber gut, so ist es nun mal. Und sehen hier, während ich spreche, bewegt sich der Pegel. Also wissen wir jetzt, okay, B2 ist VoiceMeeter Aux Output. Okay. Wir machen uns das zum Standardgerät, wie ich hier, ne, hier als Standard. Und zack, läuft unser Mikrofon hier über VoiceMeeter Aux Output. Was hat das jetzt für einen Hintergrund? Wir können jetzt einfach TeamSpeak starten. Das mache ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel TeamSpeak, ne, oder Skype oder was für ein anderes Programm, ist ja auch egal. Und gehen hier in die Einstellungen, Optionen. Und sehen hier bei Aufnahme, sehen wir sehr viele verschiedene Aufnahmegeräte, unter anderem auch das VoiceMeeter Aux Output und können dieses jetzt als Mikrofon wählen und als Test starten. Test, Test. Und sehen, die Sache funktioniert. Wir könnten es natürlich auch mit unserem bisherigen Mikrofon machen. Warum wir das nicht tun, das zeige ich euch gleich. Okay. Dann schauen wir nach. Wir wollen ja auch Systemsound, das heißt, wir wollen ja auch hören, was die anderen so sprechen. Und auch da schauen wir uns wieder die Liste an. VoiceMeeter Aux Input und VoiceMeeter Input. Ja, wie finde ich jetzt heraus, was von beiden mein Systemsound ist? Zunächst mal müssen wir hier beide Virtual Inputs auf A1 legen, also A1. Und dann müssen wir A1 zuweisen. A1 ist unser Hardware Out, unser Haupt-Hardware Out. Und da wählen wir einfach unseren normalen Soundausgang. Auch hier wieder ASIO, KS, WDM, MME. Immer das Beste nach Möglichkeit wählen, würde ich empfehlen. Wird unser Systemsound über A1
ausgegeben. In meinem Fall ist es meine externe Soundkarte und da habe ich meine Kopfhörer eingesteckt und höre da den Klang. So, welcher von diesen beiden ist das jetzt aber? Ganz einfach, wir machen uns Musik. Und sehen hier bei Voice Meter Input kommt der Klang. Und wir sehen auch hier einen Pegelausschlag. Also ist hier unser A1-Pegel und wir wissen hier Voice Meter Vario. Das ist hier Voice Meter Vario. Das gehört zusammen. Und das andere hier, Voice Meter Aux, das gehört auch zusammen. Okay. Also können wir jetzt auch hier wieder, um beim konkreten Beispiel zu bleiben, TeamSpeak zum Beispiel öffnen, in die Einstellungen hineingehen und uns bei Wiedergabe das richtige Wiedergabegerät aussuchen. Oder wir gehen einfach auf Standard. Auch dann würde er es übernehmen, wenn wir das hier zuvor als Standardgerät übernommen haben. So, jetzt wären wir eigentlich schon fertig. Aber wie gesagt, dann bräuchten wir Voice Meter Banana nicht. Die Stärke von Voice Meter Banana, gerade für Nutzer von TeamSpeak oder YouTuber oder Streamer, ist nämlich folgendes. Ihr könnt eure Stimme in Echtzeit, ja, wie soll ich sagen, bearbeiten oder verbessern, verändern, wie auch immer. Wie machen wir das? Wir haben hier oben den IntelliPan Equalizer. Das ist schneller gezeigt als erklärt. Ich erkläre es trotzdem schnell. Wir sehen hier unten links Low. Das heißt, je weiter links wir hier diesen Farbklecks schieben, desto basslastiger wird unsere Stimme. Und jetzt mache ich es mal in Echtzeit. Und je weiter rechts hier wir zu High diesen Klecks schieben, desto höher wird unsere Stimme, wie ihr jetzt gerade hören könnt. Nachdem sich das aber kacke anhört, lasse ich es hier links. Und ihr könnt jetzt hier nicht nur links und rechts schieben, sondern auch noch nach oben. Je weiter nach oben ihr diesen Regler schiebt, desto mehr Brightness bekommt eure Stimme. Das ist so ein Mischmasch aus gleichzeitiger Anhebung von Bässen, Höhen und ein bisschen Compression. Auch das ist wieder einfacher gezeigt als erklärt. Wenn ich jetzt hier also den Regler nach unten ziehe, dann hört sich das relativ dumpf an, wie ihr gerade hören könnt. Wenn ich ihn jetzt allerdings nach oben ziehe, dann wird meine Stimme klarer. Ich darf es nur nicht übertreiben, sonst passiert Folgendes. Und es hört sich auch wieder alles total kacke an. Deshalb würde ich euch empfehlen, bleibt hier unten links in diesem Bereich, zumindest wenn ihr Stimmaufnahmen macht. Ich ziehe es immer gern relativ weit nach links, ein bisschen nach oben und finde, das passt sehr gut zu meiner Stimme. Dann könnt ihr mit Rechtsklick nochmal durchschalten. Hier bei Modulation. Ich sag's euch, halt, lasst einfach die Finger davon. Hört sich alles insgesamt immer ziemlich kacke an. Und auch gleich hier noch ein kleiner Tipp. Doppelklick irgendwo führt euch wieder zu den Standardeinstellungen. Zack, schon ist wieder die Standardeinstellung. Weiterer Rechtsklick, kommen wir zur Positionierung. Das heißt, ihr könnt euch hier ein bisschen weiter wegschieben, dann hört ihr euch ein bisschen weiter weg an, zumindest theoretisch. Oder jetzt spreche ich nur über den linken Lautsprecher zu euch und jetzt nur über den rechten Lautsprecher, wie ihr hier unten auch sehen könnt. Gut, brauchen wir alles nicht. Damit ist uns schon gedient. Weiter geht's. Hier unter Audibility finden wir weitere Bearbeitungsmöglichkeiten für unseren Mikrofon-Input. Links Compression oder Kompressor und rechts das Gate. Diese beiden Regler machen Folgendes. Der Kompressor ist am leichtesten zu erklären und zu verstehen, wenn man weiß, was HDR-Fotografie ist. Bei HDR-Fotografie werden die zu dunklen Bildbereiche automatisch aufgehellt und die zu hellen Bildbereiche automatisch ein bisschen abgedunkelt, um ein realistischeres Bild zu erzeugen. Ganz, ganz grob. Nichts anderes macht der Kompressor.
Der hebt die sehr leisen Bereiche in eurer Aufnahme an und senkt die zu lauten Bereiche etwas ab. Das kann euch Probleme machen. Habt ihr zum Beispiel laute Hintergrund- oder irgendwo Hintergrundgeräusche, zum Beispiel einen sehr lauten Grafiklüfter oder ähnliches, dann würde der Kompressor dieses Hintergrundgeräusch auffangen und verstärken. Und ihr hättet permanent so ein störendes Hintergrundgeräusch. Was kann man da dagegen tun? Das Noise Gate. Wenn ich jetzt mit euch spreche, hört ihr vielleicht im Hintergrund meinen Ventilator laufen. Ich halte ihn mal ein bisschen näher hierher. Hört ihr das? Das ist mein Ventilator. Den habe ich auf dem Tisch stehen und vielleicht hört ihr den, während ich spreche. So ganz leise im Hintergrund. Da ist es aber kein großes Problem, weil meine Stimme deutlich näher am Mikrofon ist und deutlich lauter ist. Und deshalb geht das Geräusch des Ventilators eigentlich in meiner Stimme ziemlich unter. Wenn ich jetzt aber nicht spreche, hört ihr, dass ihr nichts hört. Ich schweige jetzt mal kurz und dann werdet ihr feststellen, dass absolute Stille herrscht, wie ihr auch hier am Pegel sehen werdet. Also jetzt Ruhe. Absolute Ruhe. Nichts, kein Pegelausschlag. Das kommt hier über das Noise Gate zustande. Beim Noise Gate stellt ihr den Lautstärkewert ein, ab dem euer Mikrofon aufnimmt. Jedes Mikrofon, ganz egal wie teuer und gut, hat ein gewisses Grundrauschen. Das ist normal so, das gehört auch so. Aber ihr wollt es vielleicht nicht immer hören. Und ihr wollt vielleicht nicht immer jedes noch so kleine leise Hintergrundgeräusch mit in eurer Aufnahme haben und euren Pegel auslösen lassen. Wenn ich jetzt nämlich hier mal das Noise Gate rausnehme, dann werdet ihr hören, dass auf einmal so ein Hintergrundrauschen da ist und ihr werdet vermutlich auch meinen Ventilator jetzt hören. Ich mach's mal aus. So, jetzt habt ihr gesehen und auch gehört, dass hier immer so ein leichter Pegelausschlag ist. Das wollen wir natürlich nicht. Das wäre genau dieses Hintergrundrauschen, das wir eliminieren wollen. Und wenn wir gerade nicht sprechen, wollen wir nicht, dass da permanent so ein zu hören ist. Deshalb das Noise Gate. Nochmal kurz zum Kompressor. Auch hier übertreiben wir den Effekt lieber nicht. Wenn ich jetzt hier nämlich alles hochziehe, dann werdet ihr feststellen, dass ihr auf einmal auch wieder den Ventilator hört, weil der immer als leises Hintergrundgeräusch mitzuhören ist. Und jetzt hört ihr den wesentlich lauter. Also immer ein bisschen vorsichtig mit den Einstellungen spielen. Faustregel, ich sitze jetzt relativ nah am Mikrofon und kann deshalb mit sehr geringen Einstellungen Vorlieb nehmen. Je weiter man weg sitzt, desto eher wird man vielleicht ein bisschen höhere Einstellungen einsetzen, aber probiert einfach selber aus, was für euren einzelnen Aufnahmezweck funktioniert, wie hoch die Einstellungen sein müssen und was sich einfach gut anhört. So, damit hätten wir auch Audibility erklärt. Was gibt es noch für tolle Sachen? Hier könnte ich zum Beispiel auf Mono klicken, dann würde hier nicht eine Zweikanalaufnahme gemacht, sondern nur eine Monoaufnahme. Brauchen wir jetzt alles nicht. Ich überspringe jetzt mal die ganzen Sachen, die ein bisschen zu sehr ins Detail führen. Aber eine Sache möchte ich euch zeigen, die mich dazu gebracht hat, mir Voice Meter Banana zu holen. Und das ist der Equalizer hier. Ihr seht hier also, wenn ich hier spreche, dann schlägt hier der Pegel aus. Und ich habe gesagt, ich möchte über B2 ausgeben. Und B2 steht hier auch rechts ganz klein in dieser Master Section und während ich spreche, schlägt hier auch der Pegel aus. Entschuldigung. Ich habe hier nun einen Schalter EQ und wie wir alle wissen, steht EQ für Equalizer. Rechtsklick drauf und es öffnet sich dieses Menü. Ich habe hier eine sehr krasse Kurve schon mal eingestellt, um den Effekt möglichst deutlich zu machen. Ihr macht also einen Rechtsklick und könnt dann hier an diesen Reglern
Seht ihr hier oben immer die entsprechende Herzzahl, die ihr beeinflusst? Also je niedriger, desto tiefer sind die Bassbereiche. Die menschliche Stimme ist erst ungefähr so ab 100 Hertz interessant, zwischen 100 und 200 Hertz. Wenn ihr da so einen Hügel reinzaubert, dann gibt es der Stimme einen sonoren Klang. Und auch in den Höhen darf man noch eine Spitze reinbringen. Allerdings bitte, bitte macht nicht den Fehler und macht es so krass, wie ich das hier gemacht habe. 12 Dezibel, das ist absolut verrückt. Tut das nicht. Ja. Bleibt irgendwo im Bereich zwischen 3 und vielleicht höchstens 6 Dezibel. Tastet euch ran. Weniger ist mehr, sonst hört ihr euch absolut kacke an. So, wenn ihr der Meinung seid, okay, das passt jetzt einigermaßen, dann könnt ihr hier mit der linken Maustaste auf EQ klicken, dann wird das die Schaltfläche blau und ich warne euch vor, ich werde mich jetzt gleich ganz schrecklich anhören. Und zwar so, das heißt, die Bässe werden sehr stark angehoben, die Höhen werden sehr stark angehoben und mein ganzes Stimmbild ist verzerrt. Das habe ich jetzt nur gemacht, um den Effekt sehr deutlich zu machen. So, und auf die gleiche Art und Weise kann ich EQ auch wieder ausschalten. Aber ihr merkt schon, was das für ein powervolles Tool ist. Ihr könnt hier live, während ihr sprecht, während ihr streamt, während ihr podcastet, während ihr YouTube-Aufnahmen macht, gleich ein Equalizer-Preset über eure Stimme legen. Ihr könnt es natürlich auch speichern, das ist kein Problem. Moment, wie ging das jetzt gleich nochmal? Ich glaube, das wird automatisch gespeichert. Und könnt mit diesem Preset in Echtzeit arbeiten. Ihr müsst euch nicht mehr die Mühe machen und für eure YouTube-Aufnahmen hinterher eure Stimme in Audacity zu importieren und danach einen Kompressor drüber laufen zu lassen, danach die Rauschunterdrückung reinzuspielen. Beziehungsweise, ja, das könnte man sehr wohl tun, aber man kann es auf jeden Fall stark minimieren, den Effekt, wenn man hier dieses Noise Gate schon mal vorab einstellt. Und dann muss man hinterher nicht mit dem Equalizer in Audacity rumspielen, sondern hat das alles vorher schon in Echtzeit eingespeist. Ihr spart euch einen Arbeitsschritt und hört euch bei euren Streams und Podcasts live bereits so an, wie sich andere Leute bei YouTube erst nach einer aufwendigen Bearbeitung der Stimme im Nachhinein anhören. So, nun wisst ihr die Standardmöglichkeiten von Voice Meter Banana. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es war informativ und ihr könnt mit diesem wundervollen Programm etwas anfangen. Hier sieht man nochmal diese Equalizer-Welle und Entschuldigung, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich erkläre euch hier noch kurz diese Regler. Mit der oberen Reglerreihe könnt ihr euch die Frequenz auswählen, welche ihr manipuliert. Also hier in diesem Fall wäre ich jetzt irgendwo bei 56 Hertz. Auch hier gilt wieder Doppelklick und ihr seid bei der Standardeinstellung. 50 Hertz ist hier Standard, 200 Hertz wäre hier Standard und der Rest ist schon richtig so. In der unteren Reglerreihe könnt ihr einstellen, um wie viel Dezibel der entsprechende Frequenzbereich angehoben oder abgesenkt werden soll. Übrigens, ihr seht es hier schon an meiner Mausbewegung, nicht draufklicken und dann hier irgendwie links, rechts, das funktioniert nicht, sondern nach oben und nach unten ziehen. So ist es im Übrigen bei allen Reglern hier, auch bei Compressor und Noise Gate und überall, wo so runde Regler sind, nach oben und nach unten ziehen und hier bei diesen Gain-Reglern sowieso. Und dann habt ihr hier noch diesen Q-Regler, der zeigt einfach, wie sanft oder wie spitz diese Regelung ausfallen soll. Dann haben wir hier noch diverse Symbole. Hier, dass das eher so eine Welle ist. Dann hier, dass genau diese Frequenz nach unten gezogen wird. Und, dass nur diese Frequenz bearbeitet wird. Alles andere fällt ab. Es gibt für jeden Geschmack oder jede Entgleisung ist was dabei. Und wenn ihr sagt, oh kacke, ich habe es total versaut, ich will aber nicht jeden Regler einzeln wieder zurücksetzen, boom, flat, dann habt ihr wieder euer Standard-Ausgabesignal. Und dann könnt ihr wieder rumbasteln, ne? Ui, ui, ui. Wie ihr lustig seid. So.
Und eins noch, hier dieses Kassettendeck, da habt ihr die Möglichkeit, hier eure Eingangs, Signale zu wählen, was soll aufgezeichnet werden. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Systemsound nicht aufzeichnen, dann klick, wähle ich den ab. Brauche ich dann nicht mehr. Und ich kann mir hier auch wieder mit rechtsklicken, Kontextmenü öffnen, auswählen, was nehme ich auf, in welchem Format nehme ich auf. Ich kann hier auch in Wave-Datei aufnehmen, in welcher Bitrate nehme ich auf, Sample Rate, Bit Resolution, lauter solche schönen Sachen. Dann hier könnt ihr jetzt aufnehmen. Dies ist eine Testaufnahme für Voice Meter Banana. Und dann auch gleich aufnehmen. Wieder abspielen. Dies ist eine Testaufnahme für Voice Meter Banana. Wunderbar. Und könnt auch dann hier wieder zurückspulen oder irgendwo mitten reinspringen oder euch, dann seht ihr hier auch, wo die Datei gespeichert wurde. Lauter solche netten Geschichten. Das war's vorerst mal mit den Grundlagen von Voice Meter Banana, die eigentlich auch, würde ich sagen, die wichtigsten Grundlagen sind für Streamer wie mich. Und ich hoffe, es war informativ für euch. Es hat euch gefallen. Sollten Fragen bestehen, einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Bleibt mir treu, lasst vielleicht ein Abo da. Und bis bald. Euer Avantgardist.